Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu XCOM Chimera Squad. Wir haben ein paar neue Gegenstände, wie ich gerade sehe, und außerdem haben wir heute einen kritischen Einsatz. Das ist wieder so eine Story-Mission, die wir heute unbedingt machen müssen. Aber wir gucken erstmal, was es hier zu kaufen gibt. Leider, Mark II, wie viel Geld haben wir denn noch? 800. Ja, ich denke, das ist schon drin, ne? Die 8-Kern-GPU nehmen wir mit und den Taktik-Chip auch. Da haben wir das mal gekauft. Und dann können wir unseren kleinen süßen Roboter, wie auch immer er heißt, Thunder, dann können wir dann direkt mal verbessern. Oh, mehr Kerne für alle. Und plus 2 für Ausweichen, what? Keine Ahnung. Wir nehmen die Trefferchance. So, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein neues Projekt anstoßen in der Montage. Die optimierte Androiden Mechanik, Schutzengel-Einlage, Titanhülle und Servoharnisch Mark II gibt es. Die Belastbarkeit und Leistung unserer Androiden zu verbessern, rüstet sie für die wachsenden Bedrohungen, denen wir gegenüberstehen. Ja, gut. Tut das, dann seid ihr auf jeden Fall beschäftigt. Und, was wir natürlich auch noch mal gucken müssen. Unser Kumpel Cherub hat ja hier so ausrüstungsmäßig eine Plasmagranate. Aber wir würden ihm natürlich lieber eine Säuregranate geben. Die macht weniger Schaden, tatsächlich. Nimmt dafür 2x Rüstung weg. Und macht dann noch 2 Säureschaden. Also macht sie im Prinzip genauso viel Schaden. Nimmt aber 1x mehr Rüstung weg. Auch wenn sie primär für den Einsatz gegen schwer gepanzerte Ziele gedacht sind, können Reclamation-Einheiten mit einer gut platzierten Mark II-Truppenschreck auch herannahende Feinde abschrecken. Auch stimmt, die kann man auch einfach so in die Gegend werfen, ne? Und dann ist da halt Säure drumrum. Ja, sollte ich die? Ich denke, ich sollte. Dann können wir die natürlich nicht mehr so gut gegen... wie heißen sie denn, die lustigen Andromedons einsetzen? Das ist vielleicht nicht ganz so cool. Aber vielleicht gegen Chrysaliden oder so? Wir schauen mal, wie sich das Ding macht, ob das cool ist oder nicht. Ah ja, richtig, wir müssen natürlich... die schwere Verbrechereinheit müssen wir heute nicht bemühen. Aber wir werden hier direkt ein bisschen Unruhe im Distrikt senken. Also, dann schauen wir mal. Andromedon-Bedrohung eindämmen. Naja, gut, dass ich heute die Säuregranate mitnehme. Die heilige Spirale greift Geschäfte an der Promenade an. Der letzte Angriff begann mit dem Auftauchen abtrünniger Andromedons von unterhalb eines Gedenkbrunnens. Nehmen Sie sie gefangen, bevor sie am Ufer Amok laufen. Das müsste ja machbar sein, oder? Chrysaliden haben wir. Und die feindliche Reaktionsstufe ist erhöht. 3 Begegnungen. Wir fangen wieder an Fenstern an. Beziehungsweise am Abseilpunkt irgendwie. Da habe ich ja schon wieder gar keinen Bock drauf. Na gut, müssen wir durch. Die heilige Spirale hat diesen Markt am Ufer überfallen. Alles kurz und klein geschossen, Zivilisten bedroht. Sie spielen ihre Stärken aus. Wird Zeit, dass sie meine kennenlernen. So, ja, wir haben Abseilpunkte. Plus 3 Mobilität nehmen wir auf jeden Fall für sehr viel mit. Plus 25 Verteidigung für Cherub, Patchwork
Und dann kann Torque noch ein bisschen Mobilität haben. So, Reihenfolge. Welche Reihenfolge hätten wir denn gerne? Torque als erster ist nicht verkehrt, glaube ich. Na, wir könnten auch Zephyr als erste nehmen. Ja, ich denke, so rum ergibt schon Sinn. Los, los, los! Steht da nämlich schon, der fette Andromedon. So, niemand ist aggressiv. Das ist schon mal eine gute Sache. So, wen haben wir denn? Wir haben einen Purifikator. Den würde ich natürlich super gerne verprügeln. Wir haben einen Wächter. Den müssen wir auf jeden Fall verprügeln. Wir haben einen Andromedon. Wir haben ein Geschütz. Wir haben hier ein Kommando. Und wir haben einen billigen Androiden. Okay, gut. Dann wirst du nämlich jenen Purifikator verprügeln. So, und wir schießen hier mal ein bisschen nicht auf den Kommando. Der wäre vielleicht auch ganz cool auszuschalten. Aber hier auf den Wächter wollen wir schießen. Direkt daneben. Geil. Da ist der Wächter. Wäre natürlich deutlich cooler gewesen, wenn er schon mal ein bisschen Rüstung eingebüßt hätte. Oder wir jetzt einfach auf jemand anderen noch schießen könnten. Was wir mit dir anfangen. Eine Mengenkontrolle wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Naja, wir machen das einfach mal so. Gucken, wer alles stirbt. Dürfte eigentlich niemand von sterben. Das sind eindeutig. Ah, der hat irgendwas abbekommen, wogegen er immun ist. Hier wurde die Waffe deaktiviert, das ist gut. Oh. Ach, eine Rauchgranate kann der werfen, okay. Vor der Rauchgranate habe ich jetzt nicht so irre Angst. So, dann brauchen wir einmal den Kinetikschild für Zephyr. Und dann müssen wir mal gucken, wenn das Geschütz wäre gleich dran quasi. Ah, der Andromedon. Den werden wir auf keinen Fall schnell los. So, das Geschütz, danke Kamera, stirbt nicht. Das wird überleben. Der Purifikator ist erst nach Torque dran. Aber ich befürchte, Torque hat gar keinen guten Schusswinkel auf den. Okay, dann fallen wir einfach nochmal aufs Geschütz. Angriff
Fläche verkleinert. So. Mhm. Kettenschock beendet die Runde leider. Umprogrammieren wahrscheinlich auch, ne? Ich kann nicht zoomen, aber zwei Felder, das heißt, Sheriff wird davon nicht getroffen. Ja, wir versuchen mal den Andromedon ein bisschen zu entschärfen. Es hat zwar Rüstung zerschreddert, aber irgendwie hat es nicht so richtig viel Schaden gemacht, ne? Ja, wir werden hier mal den Kettenschock benutzen. Grille das Ziel. Der lädt sich ja wieder auf. Naja. Mein Ziel ist erledigt. Na, ja, das habe ich befürchtet. Wir können Giftspucke versuchen. Ach, der ist schon. Ah, den habe ich schon gegrillt. Deswegen, klar. Ja, mit dem Kettenschock. Der hat ja nur noch 2 Punkte. So, der Androide ist auf 3 dran. Kettenschuss wird die Runde beenden, überwältigen auch. Ich habe nicht so richtig gute Option. Wir haben auch keine Crit Chance. Das ist nicht meine Schuld. Oh, fast. Das war halt richtig schlecht. Wir versuchen es mal. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, der zweite sieht nur, wenn der erste getroffen hat, ne? Ja, okay. Zersplitternd. Ziel ist außer Gefecht. Geht's gut fürs Erste. So, und dann sind wir auch direkt dran. Training zahlt sich aus. Definitiv. Okay, das hätten wir geschafft. Leichte Verwundung nur. Rüstung ist halt leider ein bisschen gebraten. Dort sind auch Andromedons. Sie scheinen für die heilige Spirale zu kämpfen. Haltet euch von dem Schleim aus ihren Anzügen fern. Er ist ätzend und klebrig. Ja, das ist ein bisschen schade mit Anlauf. Betäuben. Ne, wir gehen alle
durch die Haupttür, denke ich. Denke ich. Mal gucken. Ja, ich denke, die Haupttür wird schon das Richtige sein. Na, schauen wir mal. Wie rum machen wir das denn? Cherub als erster rein, danach... Hätte ich, glaube ich, gerne Zephyr mit der Waffenstörbombe. Was hat ein Talk dabei? Ah, Talk hat den Holoscanner und Patchwork hat noch die, dann gehst du hier mit der Waffenstörbombe rein. Dann kann Zephyr ihre beim nächsten Mal benutzen. Ah, dann lasse ich aber Zephyr als erste reingehen. Das so rum. Ah, es wird bestimmt ganz toll. Bewegung, Leute! Werfe Granate! Da ist direkt ein Wächter. So, wir haben einen aggressiven Andromedon. Das ist schon mal sehr ungünstig. Den kriegen wir nämlich nicht gut tot. Noch ein. Da ist ein Ronin, das ist auch eher ungünstig. Ein Androide und ein Wächter. Ach du Scheiße. Gut, dein Job. Es ist, glaube ich, den Wächter zu erlegen. Den Wächter schon mal ein bisschen ankratzen. Du kriegst den Andromedon nicht tot. Ja, Pech. Oh, gee. Ah, der Wächter wird es überleben. Das ist sehr blöd. So, Zephyr ist direkt dran. Dann hätte ich jetzt, glaube ich, gern den Sensenmann. Räume den Tisch leer. Ich krieg sie nicht beide. Puh, ja gut. Da müssen wir jetzt irgendwie durch. So, den haben wir festgesetzt schon wieder. So, dann drücken wir einmal auf den Knopf. Nehmen das Ding mit. Bist denn du eigentlich im Kommando? Ja.
Das kriege ich nicht gebacken. Plasma kommt! Zerschmetternd! Hab schon Schlimmeres gehabt. Echt? Lass dich beim nächsten Mal nicht treffen. Na, der Kettenschock trifft den Ronin nicht mit. Dann machen wir es lieber so rum. Das heißt, ich kann vorher noch einmal schießen. Ziel eliminiert. Ich hätte natürlich auch gerne einen Roboter übernommen, ne? Ziel zappeln. Schocke das Ziel. Fertig wie immer. Och, weit Schwein daneben. Gehabt. Naja. Nicht so weit, wie ich es gern gehabt hätte. Das war nicht so schön. So, der Kettenschuss ist noch auf Cooldown. Die nächste Bedrohung hier ist auf jeden Fall dieser Androide. Könnte sehr viel ausschalten, aber der wird explodieren, ne? Das ist natürlich nicht so richtig unser Freund. So, für Heilung ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, denke ich. Zermalme Gliedmaßen. Aufmerksamkeit. Und der Säurebrand ist richtig heftig. Ich habe den Feind. Das ist sehr gut. So, der Schaden überträgt nicht, ne? Boah, alle richtig heftig getroffen hier. Schaden.
getroffen. So, nicht mehr durch Säure verätzt. Das ist schon mal gut. Okay, ich glaube, das war eine Falle, um uns herzulocken, aber die Andromedons konnten den Plan der Heiligen Spirale nicht umsetzen. Was immer sie auch vorhatten. Andromedons sind nur schwer zu kontrollieren. Die Heilige Spirale hat die falsche Wahl getroffen. Ja, da bin ich ja beruhigt. Sicherheitstür oder Haupttür? Schauen wir uns gleich mal an. Ja, da müssen wir jetzt zuerst mal klären, kann Cherub das Ding aufmachen? Nee, nur Patchwork. Und die bräuchte ich ja eigentlich... Das war falsch. Ich wollte das hier nur ausblenden, danke. Weniger aggressive Feinde. Eine Runde lang plus 50 ausweichen. Und hier sind die halt... Achso, Feinde verursachen minus 1 Schaden. Ja, dann gehen wir hier durch. Die erste Einheit, die durchgeht, verursacht plus 3 Schaden während des Vorstoßes. Das ist super. Wir lassen Cherub vorgehen. Dahinter ist Zephyr. Patchwork auf 3 und Torque zuletzt. So, und dann schauen wir mal, was hier passiert. Hinter mir bleiben. Werfe Granate. Aha. So, wer ist aggressiv? Das müssen wir erstmal klären. Der Andromedon. Das ist natürlich blöd. Neugeborenen Chrysaliden haben wir hier. Noch einen. Da haben wir noch einen Andromedon. Da haben wir einen Chrysaliden. Und hier haben wir den Ronin. Okay, also ihn hier müssen wir auf jeden Fall erledigen. Sonst gibt es gleich richtig Ouchie. Also du kümmerst dich. Wo ist er denn? Um den Ronin. Oder? Nee, vielleicht möchte ich, dass du dich um diesen neugeborenen Chrysaliden kümmerst. So, hier, da ist dein Ziel. Damit wurde er auch überrascht runtergestuft, wie es aussieht. Ja, und hier ist sehr viel, nämlich ein bisschen in Deckung. Warum darf er dann gleich in Nahkampfhaltung gehen? So, zuallererst mal. Ich glaube, wir wollen Patchwork nach vorne holen, ne? In der Reihenfolge. Torque würde natürlich deutlich mehr Sinn ergeben. Welcher ist denn... Ja, wir holen Torque nach vorne. Weil der zweite Andromedon, den wir schon angeschlagen haben, der hat noch ein bisschen mehr Zeit. Da ist Patchwork auf jeden Fall vorher dran. So, dann haben wir hier so eine Art Granaten, die wir natürlich auf jeden Fall irgendwie möglichst cool verwenden wollen. Ich muss den Ronin irgendwie auch zeitnah loswerden.
so klaue ich auch Torg nicht ihre Deckung. Ach ja, Säure, da war ja was. Hey. Hier brauchen wir einmal die blitzschnellen Hände. Braucht Zephyr ein Kinetikschild? Wann ist denn die dran? Vorher ist der Ronin dran. Und der Dings. Ne, ich glaube, wir ballern lieber stattdessen. Wie viel bleiben denn übrig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mindestens. Okay. Damit machen wir auch gar keine Rüstung kaputt bei dem Vieh. Na toll. So, einmal Plasma-Granate hier drüben, bitte. Plasma kommt! Dann sind die beiden schon mal aus dem Spiel. Müssen wir vorhin einmal. Und dann brauchen wir einen Kettenschuss. So, und dann hoffe ich, dass wir hier, wie viel macht das, 4 bis 5 Punkte Schaden, ich hoffe, wir können diesen Chrysaliden da hinten mit ausknipsen. Ich kriege natürlich keine gute Deckung. Super. Na gut, schauen wir mal. Ich mach euch fertig. Na, da müssen wir mal spannen. Ist den erledigt? Ja, umgebumst. Sehr gut. Damit haben wir nur noch die beiden Anzüge, um die wir uns kümmern müssen. Und die kriegt Patchwork auf jeden Fall erledigt. Wenn sie trifft. So, das ist schon mal ein 100% Schuss. Das Training zahlt sich aus. Danke für die Atempause. Das ist auch ein 100% Schuss. Ich sehe natürlich nicht, wie viele Lebenspunkte der in Wirklichkeit hat. Hat er über 10? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, der hat genau 10, ne? Ja. Also kriegen wir den auch zu 100% erledigt, ohne noch eine Granate werfen zu müssen. Mein Ziel ist erledigt. Ja, da war echt die zweite Stage die schlimmste eigentlich, also der zweite Vorstoß hier. Operation Toter Helm hieß das Ganze.
4 Zivilisten haben wir gerettet, yay, und 5 Feinde festgenommen. Also die 20 Informationen auf jeden Fall bekommen. Ein Dromedon-Angriff abgewehrt, die Heilige Spirale hat ein Machtgerangel ausgenutzt, interne Streitigkeiten bei den Andromedons. Was? Achso. Jedenfalls konnte die Heilige Spirale diese Andromedons so davon überzeugen, abtrünnig zu werden und einen öffentlichen Markt anzugreifen. Heute hat sich herausgestellt, dass sie unzuverlässige Verbündete sind. Das Experiment der Heiligen Spirale mit den Andromedon-Saboteuren ist vorbei. Gut. So, Unruhe gesenkt, Credits bekommen, Informationen bekommen, Illyrium bekommen. Und Terminal hat ihren Spezialeinsatz abgeschlossen, das Krisenmanagement, sehr gut. Was haben wir denn hier? Roger fragt, wieso bekommen die eine Zuflucht, während die Mutons noch immer in Notunterkünften untergebracht sind? Glorgo antwortet, Roger, sie atmen Argon. Die Stadt baut ihnen keinen Freizeitpark, sie haben nur eine bequemere Strafanstalt. Nur um eine bequemere Strafanstalt gebeten. Gutes Argument. Ich frage mich nur, ob die Ressourcen sinnvoll genutzt wurden. Glaub mir, alle ehemaligen Advent-Spezies befürworten es, dass die Andromedons zuerst untergebracht werden. Wieso? Damit wir wissen, wo wir auf keinen Fall hingehen. Ja, das... Die Regierung von City 31 und die Andromedon-Zuflucht haben sich ausdrücklich dafür bedankt, wie sie die Situation gehandhabt haben. Gute Arbeit. Ach Mensch, dankeschön. Wir haben die Kathedrale der Heiligen Spirale ausfindig gemacht. Sie liegt unterirdisch und zieht der städtischen Versorgung viel Energie ab. Sie verstecken sich nicht mehr, was immer sie vorhaben. Wir müssen es stoppen. Aha. Also der koordinierte Angriff auf einen öffentlichen Markt vereitelt. Die abtrünnigen Andromedons arbeiten nun nicht mehr für die Heilige Spirale. Sehr gut. Achtung, der Stadtrat beruft eine Notsitzung ein. Noch nie war das Vertrauen in die Polizei so schwach. Das verdanken wir der Heiligen Spirale. Ich glaube, wir sind okay, aber sollte es anders sein, sage ich Bescheid. Aha. Wir haben die Kathedrale der Heiligen Spirale ausfindig gemacht. Sie liegt unterirdisch und zieht der städtischen Versorgung viel Energie ab. Sie verstecken sich nicht mehr. Was immer sie vorhaben, wir müssen es stoppen. Ja, könnte gut sein, dass wir das tun sollten. Darum kümmern wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn wir dann anfangen, die Kathedrale der Heiligen Spirale auszubuddeln. Und das wird dauern... Steht das hier gar nicht? Ach, es ist direkt ein Einsatz, den wir schon machen können. Das finden wir beim nächsten Mal raus. Heute war es das, wie gesagt. Macht's gut, bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.